Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr hört gerade noch die Spotify-Werbung im Hintergrund, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich nehme das an Cut auf, weil ihr wisst, die Zeit ist immer ein wenig kritisch bei mir. Wir spielen eine Runde Mario Party hier. Ja, wir warten noch mal ganz kurz. Ich hoffe, das ist auch nicht zu lang, weil sonst werde ich natürlich doch den Cut setzen müssen. Aber ich wollte es eigentlich an Cut hochladen. Man sieht mein Bild, mein Face mal wieder nur halb. Das tut mir natürlich sehr leid, wenn ich hier so sitze, dann passiert das teilweise mal, ne? Ja, wir spielen, es gibt eine kleine Veränderung im Kanal. Also, es wird jetzt jeden Montag Minecraft-Video kommen. Was das ist, weiß ich nicht. Es kommt jeden Donnerstag. Ich muss echt mal meine Kamera hier anpassen. Es tut mir wirklich leid. Vielleicht irgendwo hier, was haltet ihr davon, wenn das irgendwie so ein bisschen nach unten geht? Momentan ist sie ja auf dieser Position und immer ein bisschen komisch. Irgendwie gefällt sie mir hier nicht. Aber gut, da kann ich jetzt nichts ändern auf die Schnelle. Das bleibt jetzt erstmal so, ne? Müsst ihr mit leben. Ganz einfach. So, und jeden Mittwoch wird ein Counter-Strike-Video kommen. Was das ist, werden meistens Erklärungsvideos sein. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das wird ganz, ganz viel Tutorial sein. Sprich, Smoke-Tutorials, Lurk-Tutorials, jetzt auf B, wie es am letzten Montag gekommen ist. Ich wollte eigentlich erst CSGO-Tag Montag machen, hab mir dann aber beschlossen, nö, warum eigentlich? Am meisten zocke ich sowieso Counter-Strike im Stream am Wochenende. Da macht es also eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ja genau, Streams kommen am Wochenende noch. Und dann kommt, ich probiere dann, ja, toll 1, das fängt nochmal richtig schön an hier. Probiere ich noch am Wochenende den Stream rauszuhauen und ein drittes Video jede Woche noch zu produzieren. Was das ist, kann zum Beispiel mal eine Roomtour sein, mal vielleicht auch mal 3 ein komplett random Video. Ich bin wahrscheinlich letzter mit denen. Oh, das sind gar nicht so viele. Das war's eigentlich schon. So, und jetzt geht's hier zu Mario Party Pferderennen. Ich habe nie richtig Glück bei Pferderennen. Natürlich ganz nach rechts und hoffen aufs Beste. Guten Start hatten wir. Das Wichtigste an den Pferderennen-Maps ist eigentlich, dass man die Maps kennt. Und dann kann man gut abkürzen. Zum Beispiel die da. Die kennen die Maps richtig gut. Gar nicht so schlecht aus gerade für uns. Oh. 2 Runden. Jetzt kennen wir aber die Map schon ein bisschen besser und wir folgen dem da einfach. Weil der sieht vertrauenswürdig aus, als ob er das sogar können würde, das Spiel. Nix. Nee, da kürze ich nicht ab. Das ist mir zu riskant. Da bin ich lieber Dritter, weil da kenne ich leider den genauen Weg nicht. Dafür sind wir hier jetzt sehr gut durchgekommen. Hier auch. Ah, scheiße. Oh, er ist hängen geblieben. Sehr schön. Beste Chance für uns. Ich weiß nicht, ob wir Erster oder Zweiter sind. Wir sind echt Erster geworden, weil der rumgeleckt hat. Das ist natürlich ganz geil. Ja. Ich beschwere mich nicht. Es geht weiter mit einer 1 und es geht mit einer 6 weiter. Das war auch nicht so schwierig. So. Minengefecht. Das leckt unglaublich doll rum, das Game. Wenn es das ist, was ich denke, dass das ist. Ist es nicht. Weiß gerade nicht, was das ist. Das war nicht klug, oder?
Aber die brauchen wir, die Sachen. Jo, der hat schon Eisensachen, ich glaub's auch, Alter. Das ist natürlich ein bisschen unfair gewesen, ne? Naja. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Das habe ich alles schon am Anfang rausgehauen. Das ist ein bisschen schade. Achso, ja genau. Was ich noch sagen wollte, ist, dass die, alle 4 Wochen, wenn möglich, und ich viele Streams gemacht habe, ein Best-of, so 1 Minute, 4 Minuten, 5 Minuten, so in dem Dreh, also nicht so lang. Kleines Stream-Highlights kommen. Ich habe für diesen Monat, ich habe viel gestreamt. Wird sich jetzt reduzieren wahrscheinlich wieder. Wirklich extremst viele Sachen gesammelt habe ich. Fallen da jetzt schon so, glaube ich, so 2-3 Minuten an und wir sind noch nicht am Ende des Monats, ne? Ich habe das letzte Wochenende gestreamt vom Oktober. Der wird da auch noch mit reinfließen, weil das ist ein Stream gewesen, aber da war auch, glaube ich, ein Highlight oder so, muss ich mal schauen. Mal gucken, was wir hier würfeln. Ich rechne ja mit dem Schlimmsten, ne? Das ist sogar eine 5, das ist sogar in Ordnung, ne? Das ist auch ein gutes Minispiel und ich bin glücklich. Es wird gespielt. Bo's Bleef. Das ist kein tolles Spiel. Auch ein Game, was sehr gerne rumleckt. Also nicht nur bei mir, das ist einfach serverbedingt. Ich finde das ja ganz schlimm, dass es jetzt 2D ist. Ich finde das ganz hässlich. Muss ich mal irgendwann ausstellen. Ich habe hier eine andere Taktik als vielleicht einige Menschen. Ja, ja. Arschloch. Wie gesagt, das Game legt echt nur rum. Ein Doppelsprung haben wir hier. Ist gar nicht mal so schlecht. Ah! Aber das legt rum! Toll. Ich weiß nicht, wofür der ist. Ich glaube, wenn er mal runterfällt. Ich werde hier von irgendwem behandelt und das nervt mich gerade. Tschüss. Ah! Doppelsprung. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man wüsste, wie es funktioniert. Oh. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, schon 3. Platz, wenn ich das richtig sehe. Das ist gar nicht schlecht. Leck is real, boys! Doppelsprung habe ich eigentlich auch noch, ja, der funktioniert auch ganz gut. Ein Game, was immer lange dauert, das ist aber so. Sind wir jetzt Erster geworden? Oder ich oder wer auch immer? Bin sogar echt Erster geworden. Not bad.
Mit einer 6, das kann eigentlich jetzt nur gut werden. Es ist eine 11, das ist sehr gut. Bringt uns sehr weit nach vorne. Das ist eine sehr kleine Map. Heißer Boden, was ist das? Ah ja, okay. Ja, ist jetzt nicht das coolste Game, muss ich sagen. Auch von meinem Skill her hier nicht. Ich hab hier irgendwie mal Pech, dass ich den falschen Weg nehme. Ich glaub, der ist raus, oder? Jetzt ist er raus, ja, jetzt ist er raus. Wupsala, wupsala. Wir müssen darüber, da ist noch richtig viel. Eine sehr gute Runde. Wieder Erster oder Zweiter. Wir sind wieder Erster geworden. Was ist denn hier heute los? Wir können uns jetzt richtig weit nach vorne bringen auf jeden Fall. Wir können das, glaube ich, sogar schaffen. Ja, wir hätten das sogar wirklich schaffen können mit einer... 5 ist allerdings sehr schlecht. 5 ist wirklich... Ja, wir können es beide schaffen. Was ich weiß nicht, was es ist. Das habe ich schon mal gespielt, ich habe es noch nie geschafft. Ich habe das wirklich noch nie gespielt. Also doch, gespielt schon, aber noch nicht mal annähernd gewonnen oder so. Deswegen weiß ich auch leider überhaupt nicht, wie es funktioniert, weil hier gibt es bestimmt einfach einen Trick, die man vielleicht wissen sollte. Dann probieren wir mal darüber. Hier hin, man muss einfach nach oben kommen. Ich glaube, das ist wirklich das Ziel, ne? Hier hin, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, ne? Probieren. Das war schlecht, das war sehr schlecht. Das war richtig schlecht. Wir sind richtig... Oh nein! So, wir waren wirklich gut am Anfang. Oh, jetzt sind wir hier in so einem... Wir müssen hier einmal nach unten. Das bringt mir einfach nichts anderes. Ja, toll. War dumm. Ich wusste aber auch nicht, dass man unten verbrennt, also das weiß ich nicht. Das ist aber auch wieder so ein Spiel, wo du kein Glück brauchst. Das finde ich sehr schade. Wo du kein Skill brauchst, sondern einfach nur Glück. Vielleicht gibt es einen Trick dabei hinter, aber dann ist es trotzdem nicht so toll. Finde ich. Also, langweiliges Game in meinen Augen. Ja. Ich würde wirklich gerne was erzählen, aber hab nichts zu erzählen. Oder nur 3 Sekunden, dann ist es gleich vorbei. Sag mal, wie viele Einsen haben wir eigentlich schon in diesem Game? Damit haben wir verloren, das ist sehr, sehr beschissen. Toll. Bin sehr ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig scheiße. Wir sind 3. Platz geworden. Wir schrauben hier natürlich obligatorisch das GG rein. Ich gehe jetzt in Rage Quit, weil da habe ich keinen Bock mehr zu.
So, wir gehen später noch auf den Server hier, aber da wird nur ein Stream drüber folgen. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und bis dann.